Grüß dich. Wart ihr eh schon auf mich? Sicher. Na schau. Grüß euch, hallo. Ja, hallo Angelika, grüß dich. Hallo Sepp, hallo Gertraud. Grüß dich, Angelika. Ja, mir gefällt es total, dass wir bei euch zu Besuch sein dürfen. Ich freue mich heute schon einen ganzen Tag auf euch aus Schmidbauers Eis. Bin schon ganz gespannt. Ja, gern. Aber von Anfang an mal, was ist die Grundzutat bei euch am Eis? Die Grundzutat von uns am Eis ist natürlich unsere beste Heimilch. Aber du bist doch beim Zufahren eh beim Stall vorbeigefahren. Schau mal doch ab, ich zu den Kühen, dann zeige ich das. Ja, gern. Auch da sind jetzt eure Milchlieferantinnen, kann man sagen. Fleckvieh, oder? Wir haben großteils Fleckvieh. Mhm. Wie viele Viecher stehen da im Stall? Also wie viele Kühe mögt ihr? Wir haben zurzeit 17 Milchkühe, ja, die für uns einfach die gute Milch produzieren. Mhm. Was kommt da für Menge zusammen jeden Tag ungefähr? Ja, wir haben circa am Tag um die 300 bis 350 Liter Milch. Ja, wir verarbeiten einen großen Teil von unserer Milch selber bei unserem Hof in unserer Käserei zu Milch- und Käseprodukten und seit kurzem auch zu unserem hofeigenen Eis. Dann schauen wir jetzt auf in den Hofladen zum Verkosten. Ah, da sind deine kalten Schätze. Ja, Angelika, das sind unsere Eissorten jetzt da. Wie viele verschiedene Eissorten habt ihr produziert? Also wir haben zurzeit ca. 20 Sommereissorten und dazu kommen jetzt dann im Winter noch 12 Wintersorten. Was ist der Unterschied zwischen Sommer- und Wintereissorten? Ja, die Sommersorten sind halt neben unseren Klassikern natürlich ein bisschen in der fruchtigen Seite daheim. Und bei den Wintersorten fahren wir da natürlich schon ein bisschen in die zimtige Sorte, ein bisschen adventlich, kommen sehr gut an bei unseren Leuten. Welche Eis darfst du mir jetzt empfehlen zum Kosten? Ja, wenn du mich schon so fragst, mein Lieblingseis ist natürlich die Haselnuss. Die verkosten wir jetzt am besten draußen, die Sonne scheint nur so schön. Und Eis und Sommer gehören ja zusammen. Passt, gehen wir. Jetzt seid ihr ja Bauern und keine Konditoren. Wie seid ihr drauf gekommen, dass ihr neben euch am Hauptprodukt, dem Käse, auch ein Eis produziert? Der Grundgedanke bei der Sache war so, was können wir aus unserer wertvollen Milch nur produzieren? Wir produzieren natürlich einerseits natürliche Lebensmittel und jetzt auch natürliche Genussmittel. Und das Eis hat uns da sehr fasziniert. Und wir haben einfach, meine Frau Gertraud und ich, wir haben miteinander Kurse besucht und haben uns einfach in diese Materie richtig eingeklebt. Was würdet ihr sagen, wie wichtig ist die Direktvermarktung? Die Direktvermarktung war ja für uns ein kompletter Neustart. Ja, wir haben ja eigentlich mit dem vor ca. 12 Jahren begonnen eigentlich. Mittlerweile ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir die Wertschöpfung bei uns am Hof halten, dass wir unsere gute Basis, die Qualität von unserer Milch so veredeln, dass wir Top-Produkte produzieren und was nur dazu ist, dass einfach unsere Konsumenten, unsere Gäste, unsere Kunden einfach überall ein Bild und ein Gesicht und eine Geschichte hinterbeikriegen. Ja, liebe Zuschauer, das Eis ist richtig, richtig lecker, voll aromatisch. Man schmeckt auch den vollen Geschmack aus der Milch, aus eichem weißen Gold. Und wenn ich ganz unverschämt sein darf, würde ich noch gerne euren Käse kosten. Habt ihr einen da? Natürlich haben wir einen Käse da. Was haben wir da jetzt für Sorten? Da haben wir jetzt als erster unser Nussler, das ist ein Weichkäse mit Walnüsse drinnen. Der mittlere ist unser Kürbiskäse mit gerösteten Kürbiskernen. Und auf der anderen letzten Seite hier haben wir unseren Bergler, unseren Hartkäse, 6 Monate gereift. So ein guter Geschmack. Und vor allem ist der so mild. Worauf schaut ihr da beim Käse machen? Ist das auch ein Indiz für eure Qualität? Also wir legen bei unseren Käse, ob weich oder Schnitt oder auch der Hartkäse, sehr viel Wert auf Geschmack. Ja, aufbauen natürlich auf unsere gute Heumilch. Unsere Käse sind so, dass es eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit genießen kannst. Dann sage ich vielen Dank für den Einblick, was ihr uns gegeben habt, sowohl in die Käseproduktion als auch in die Eisproduktion. Einen neuen Fan habt ihr auf jeden Fall gewonnen und wahrscheinlich werde ich jetzt kein Eis mehr essen können, ohne die ganzen Kriterien zu überprüfen. Ja, vielen Dank. Wir müssen jetzt schon weiter zur nächsten Station, aber ich wünsche euch alles Gute weiterhin. Ja, liebe Zuseher, wir müssen jetzt schon weiter zu unserer nächsten Station. Sie nehmen wir natürlich mit und wie gewohnt machen wir das heute wieder mit unserem Radl.
Ja, laut meinem Plan von der Tennengauer Genusstour wird die jetzt weiterführen zur Dorfkäserei Pötzelsberger und dann zum Gasthaus Langwies. Nachdem es beim Langwieser auch einen Käse vom Pötzelsberger haben, sparen wir uns jetzt den Weg und fahren direkt zu unserem kulinarischen Finale nach Figauen rüber.